vielleicht gerade gehört hat. Und ich probiere, die jetzt so langsam mal warm zu kriegen mit einem weiteren Song. Und ich habe jetzt gerade überlegt, eigentlich wäre es viel sinnvoller, den Song als dritten zu spielen, was dann schon wieder mein letzter Song wäre, weil er eigentlich am Ende das Publikum total mitnimmt. Und deshalb muss ich mich jetzt mal kurz auf Drop D umstellen, weil ich gerade, schnell im Hirn wie ich bin, mein Programm umstelle. Wir lieben Spontanität! Ja. Kein Mensch kann sowas nach Gehör, deshalb nicht vergessen, sonst stimmt es nicht. Wir hören, ich bin in Drop D gegangen. Es kommt ein Song, den ich schon länger mal geprobt habe, weil, das hätte ich nicht sagen dürfen, weil ich eigentlich Black Metal ganz geil finde und ich mich da irgendwann mal in ein Immortal-Album, ich weiß nicht, ob das jemand sagt, was sagt. Perfekt. Und ich da ein paar Songs ganz geil fand, wollte ich auch mal so einen stimmungsvollen Song machen über irgendwas Black Metaliges. Und rausgekommen ist Knights of a Cold Moon, was ich in letzter Zeit auch irgendwie immer mal wieder spüre. So Nächte, die kalt sind, jetzt werden sie ja noch wieder kälter, wo man einen klaren Sternenhimmel hat, einen schönen klaren Mond, sind einfach schön. Und von diesem Bild handelt der Song mit ein paar mehr Inhalten dann noch dazu. Aber okay, ihr werdet schon sehen, worum es geht. Father, it is so cold. It is so cold outside. Don't worry, child. The moon will guide our way. Let the cold face of cruelty and the moon's watching
Here to stay. Forever!